So, Glas ist fertig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das kommt mir doch gelegen. So, Fackeln. Mitkommen. Ist erstmal unwichtig, dass die hier auf der Insel rumstehen. Da können wir uns was überlegen. Da habe ich auch schon eine coole Idee. Dazu brauchen wir aber wieder Glowstone. Das heißt, wir müssen echt mal in den Nether irgendwann mal. Aber das ist echt auch noch so eine Sache. Da müssen wir erstmal gucken. Da will ich erst mit voller Eisenrüstung reingehen, wie gesagt. Weil der Nether. Ich weiß nicht, was sie da seit den neueren Updates alles reingebracht haben. Und ich habe da keinen Bock, einfach mal so wegzusterben, wenn ihr wisst, was ich meine. So. Dann hier zwei Öfen und da kommen da oben noch zwei hin. Ich glaube, das geht in Ordnung. So, haben wir noch? Ne, haben wir nicht. Dann müssen wir ein Stack nehmen. Schade. So, zwei Öfen. Sehr schön. Dieses Anisit hier, das sieht vielleicht nicht so krass aus. Aber finde ich im Endeffekt besser als, ja, so manches. So, mein Plan für die Folge war jetzt noch, die Fackeln schön anzubringen. Dass die wirklich mal ein bisschen schöner sitzen. Das ist nämlich so ein Ding, das ist mir auch schon aufgefallen. Nee, das sieht doof aus. Weiß gar nicht, wo mache ich die denn hin? Mies, ich glaube, das lasse ich erstmal so. Da könnte man noch eine hinmachen. Nee. Die klatsche ich jetzt einfach mal so dahin. Wir müssen mehr Fackeln craften. So. So, 16 Fackeln, das sollte eigentlich, also eigentlich, es sollte definitiv reichen. So. Ich gebe zu, es ist noch nicht wunderschön. Aber. Dann brauchen wir den hier eigentlich nicht. Oh, I'm so sorry. Gut. Ja, ich würde sagen, sortieren. Das machen wir alles in Ruhe. Ich würde sagen, wir machen das aber schon mal so ein bisschen so, dass wir schon mal so ein klein bisschen sortieren. Also da machen wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, auf der Seite kommen die ganzen Baustoffe rein. Und. Warte. Fressi, fressi. Fressi, fressi, fressi. Das noch. Und auf dieser Seite kommt Essen und so hin. Und hier oben halt Sachen zum Anbauen. Beziehungsweise Rohstoffe. Glas packe ich mal hier rein. Da fehlt noch was. Feuerstein. So, wir brauchen aber nochmal die hier. Und die hier, denn Freunde, oh, ich hasse es mit dem Controller das zu machen, ne? Ach, Maga. Manchmal. So. Zack, eine Schaufel. Denn Freunde, folgendes, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen Sand schaufeln. Ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich langsam nicht mehr sehen, kann ich verstehen, aber Freunde, wir brauchen definitiv Sand aus dem Grund, weil wir diese Glaskuppel ja bauen wollen.
beziehungsweise die hier so ins Wasser führt, wo wir dann unser Bett bauen. Und das wird so eine Sache, die wird echt schwierig, weil du bist unter Wasser langsamer im Bauen. Und allgemein bist du mit allem irgendwie ein bisschen langsamer unter Wasser. Und das ist so ein Problem. Och, nee, ne? Ist nicht euer Ernst jetzt. Mann. Ah, naja, gut. Gefährlich hier, Alter. Oh, das ist schon Stein. Warum habe ich das Gefühl, dass ich mich da mal richtig in den Abgrund stürzen werde? Pass auf, wir machen Folgendes. Wir machen zur Warnung hier 3 Fackeln hin, dass ich weiß, okay, da unten ist die Scheiße. Boah, Alter, ne? Ich sehe hier jetzt noch keine Rohstoffe. Doch, da Kohle. Und Eisen. Doch, mehr Eisen. Oh, das ist gut. Da könnte man mal dran gehen demnächst. Aber das würde ich erst machen, wenn sich das lohnt. Also wir brauchen mindestens 5, 6 Stacks von voller Glas. Ich werde jetzt auch nicht irgendwie schummeln und so eine Scheiße und irgendwie in Kreativmodus wechseln, was glaube ich auch gar nicht mehr geht. La la la. Sorry, ich brauchte mal eben deine Wolle. Wir wollen uns ja auch noch unser eigenes Bett craften. Nicht wahr? Ja, Freunde, so ist das mit Minecraft. So, meine Liebenden. Ich werde diese ganze Schicht jetzt hier einfach mal abtragen. Ich glaube, dann sollte es aber auch wirklich genug sein. Ich glaube, so lange wird die Schaufel definitiv nicht durchhalten. Das macht aber gar nichts. Und wenn die Glaskuppel gebaut ist, was wahrscheinlich so in den nächsten 10 Folgen passieren wird, und da muss ich mir auch nochmal Gedanken machen, wie wir das am besten machen. Schildkröte, geh mal aus dem Weg, bitte. Danke. Da muss man halt echt gucken, wie man das macht. Es könnte schwierig werden. Weil du halt unter Wasser, ist halt schwierig, du siehst halt nicht so viel. Da muss der Weg noch halt richtig sein. So, wie viel haben wir denn? Ja, 3 Stacks, das ist eigentlich gar nicht mal so scheiße. Da können wir eigentlich was mit anfangen. Da unsere Axt fast hin ist, würde ich sogar sagen, machen wir uns nochmal auf den Weg, um ein paar Bäume zu fällen und craften uns mal ein bisschen oder brutzeln uns ein bisschen Holzkohle für das Glas. Alter, diese Dorfbewohner, ne? Früher war nur so ha, ha, ha. Und halt so. Alter, das ist irgendwie interesting, was die da alles so gemacht haben. Alter, dieser Baum steht immer noch, weil ich da keinen Bock hatte, das abzubauen. Ja, komm, das sieht schon geil aus da, ne? La, la, la. Was ich auch schade finde, ich hätte echt gerne mal so ein paar Shader oder so für die PS4. Du hast ja nur Texture Packs, aber Texturenpakete, ja, jetzt mal so richtiger Allmann, die verändern ja nur die Items vom Spiel, so ein bisschen die Grafik jetzt, also nicht unbedingt die Grafik, aber sie verändern halt nur das Aussehen vom Spiel. Und das Problem, was ich da sehe,
so ein Shader, ja, und dieser ganze andere Kram, der dazu gehört, die machen halt auch so dieses, dass zum Beispiel, dass du so einen gewissen Blumeneffekt hast oder so. Also da gibt's so viele Dinge, die diese ganzen Modifikationen, die man sich da so runterladen kann für den PC, ausmachen. Ich finde das schade, dass sie das nicht anbieten für die PS4 oder allgemein. Ich weiß ja auch nicht, das könnte interessant sein. Wir wollten doch eine Tür. Hä? Ach lol. Man kann die Rinde von diesem Ding abmachen, wenn man mit der Axt Rechtsklick drauf macht. Das ist interessant. Das ist doch bestimmt Fichtenholz oder so. Oder? Ist das Fichten- oder Schwarzholz? Ist egal. Es ist Fichten. Das ist sehr gut. Das ist sogar mehr als gut. Das heißt, wir können da gleich mal eine Tür hinplacen. Weil, ja, weiß ich nicht. Sieht einfach cooler aus vom Design her bestimmt auch. So. La 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 la. Und ich weiß, Sand schaufeln und so, ihr könnt es bestimmt nicht mehr sehen. Ich entschuldige mich auch dafür, wenn ihr langsam das Kotzen dafür kriegt. Aber Freunde, wenn wir diese Glaskuppel erstmal haben, Alter, es gibt hier so viele Spots, wo man einfach, Ich setz mal über eine Fackel hin, wo ich sag, jo, da kann man mal noch gelegentlich was abbauen. Wenn wir da so eine Oberfläche abbauen, geht das ja noch. Oh. Oh. Nehme ich doch gerne. Stöcker und Setzlinge und einen Apfel. Ich weiß nicht, wofür wir die Setzlinge jetzt gebrauchen könnten. Ich weiß zwar, dass wir da neue Bäume pflanzen können, klar. Aber so gesehen in der Wüste, weißt du, also so am Strand, da lohnt sich das nicht. Vielleicht müssen wir mal gucken. Das ist ja auch so gesehen nur unser erstes Home. Ja, es ist ja so gesehen nur die der Anfang der Anfänge, wo es dann halt im Endeffekt darum geht, erstmal ein Zuhause zu schaffen. Wenn wir da in Zukunft irgendwie uns noch was einfällt, ich weiß ja nicht, wir wollen ja vielleicht nochmal auf diese gegenüberliegende Insel, irgendwo nach da hinten, ich weiß gar nicht, sieht man jetzt gerade so schlecht. Ich sehe schon da hinten das Licht von den Fackeln. Ach nee, das war die Richtung. Da hinten, wo dieser Berg ist mit der Lava, da wollen wir auch nochmal hin. Aber ich glaube, das wird erst zum Ende der Staffel kommen. Und alle, die sich jetzt vielleicht fragen, wofür steht eigentlich dieses S1 im Titel? Ja, wo ganz hinten steht, hinter dem Titelnamen von dem Video, steht ja mal in Klammern S1. Das steht für Season oder für Staffel 1 halt. Ist halt Season, auf Deutsch übersetzt heißt Staffel. Für die, die es jetzt halt nicht wussten. Und ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt auch eine Staffel 2 draus machen werden. Und wie viele da überhaupt kommen. Oder ob ich nur diese erste mache und sage, ich bin durch erstmal mit Minecraft. Kann ich euch so gar nicht mal sagen. Das noch. Ja, komm. Die guckt so schön. Oh. Kohle ist immer so verwinkelt. Och, noch mehr. So. Da ist noch auf dem Sandstein. So, toll. Ja, schön mit dem rohen Schafsfleisch erstmal hier schön frei schaufeln. Geil. Schmeckt bestimmt gut. So. La 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 la. Dann können wir nämlich hier gleich eine Tür einzimmern. Die wird wahrscheinlich die meiste Zeit immer offen sein, aber es ist egal. Ah, wie schön hell das jetzt hier drin ist. So, wir benötigen einfach nur das hier. Nee, wir brauchen mehr davon. Was ist denn eine? Da. Genau. Drei Türen. Ich brauche da nur eine. Verdammt. Mann. Der haut da immer einen rein, weißt du? So, wir brauchen aber Kohle. Kohle hatte ich doch hier. Nee, da oben. Lost einfach. Dann machen wir so. Zack.
Gut, dann muss mal kurz gucken. Pflasterstein, kann man das irgendwo, irgendwo? Nee, kann man, können wir nicht. Sand. Ach so, deswegen mache ich ja gerade die Holzkohle. Stimmt, aber wir hatten doch noch irgendwo Holzkohle, ne? Hier. Oh Mann, ey. So, du ein Stack und du ein Stack. Dann sollten wir 100, knapp 130 Glas sollten wir haben. Das wird aber mindestens die Hälfte davon sein, denke ich mal, von dem, was wir brauchen, weil der Weg wird auch ein bisschen länger. Also wir brauchen bestimmt so um 300 bis 400 Stück Glas, würde ich mir gut vorstellen können. Wie gesagt, in der Weg, da fällt mir gerade noch was ein, das können wir auch noch mal eben machen. Der Weg führt dann hier nach unten und ab da beginnt dann die Glaskuppel, da kann man hier so durchgehen, dann Wasser, so weißt du, wie ich meine? Das wäre voll geil. Da wäre natürlich auch Glowstone wieder geil für den Weg. Vielleicht machen wir das auch mal, dass wir sagen, bevor wir, beziehungsweise, dass wir quasi die, sagen wir, wenn das jetzt hier der Meeresboden ist, dass wir nicht direkt auf dem Boden das Glas bauen, sondern einen über den, dass wir quasi hier unten Glowstone setzen und auf den Glowstone dann das Glas. Ich glaube, das würde auch gut kommen. Oder wir bauen in den Sand das Glowstone und dann halt, ne? Irgendwie so. Ja, Holzkohle, er macht noch. Er ist fertig. Sehr gut. Hier. Und hier. So, er ist noch am Rödeln. Stimmt, ich wollte mal kurz. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Wo sind sie? Da, Steine. So, machen wir 20 Stück. War ja klar. Irgendwas muss wieder abfacken. So. Ne, das, ich denke, das geht so in Ordnung. Ja, okay, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, da gebe ich zu. Obwohl, geht eigentlich fit so, ne? So, dass wir halt hier so ein Ding haben, wo wir halt so hoch und runter gehen können, dass das halt nicht so blöd ist. So, hier nochmal für den Weg nach unten. Oh. 10 Stein, ja. Dann können wir nochmal hier ein bisschen freischaufeln. Also wie die Wand am Ende aussieht, das ist nicht so schlimm. Ich meine, mit dem Sandstein, wir bräuchten ja nochmal eine Schaufel, ne? Ach, verdammt nochmal. Wir brauchen, das wird auch nochmal alles durch Stein ersetzt. Ja, toll. Da brauchen wir definitiv, ja, ein bisschen mehr Stein. So, dann kannst du hier mal eben noch das hier machen und dann klatsche ich dem anderen noch eben hier so ein Stack rein. I'm sorry, okay, I'm sorry, Bro. Aber wenn wir es so ein bisschen schön haben wollen, dann müssen wir das auch ein bisschen uns schön machen. So. Ja, dann bauen wir den ganzen Kies hier mal ab. Da wird dann nämlich einfach am Ende ganz normal Stein rangeklatscht, damit das auch ein bisschen normal aussieht, sage ich jetzt mal so. Wenn ich so drüber nachdenke. Spiel wieder am Buggen. Klatschen wir hier oben auch wieder so Steinstufen hin. So, nein! Ach, warum nur? Oh, warum nur? Valencia, warum nur? Och, jetzt kommt hier wieder Wasser durch. Ich könnte kotzen. Das kann's doch nicht sein, das kann's doch nicht sein.
nervig, sowas. Schwimmen. Also es könnte sein, dass die Folge ein bisschen länger ist. Ich möchte mich schon mal vorab entschuldigen für alle Leute, die, ja, ich habe jetzt nämlich gar keinen Plan oder Zeitgefühl mehr gerade, wie lange diese Folge eigentlich ist. Ist aber egal. So. Will ich das? Ja, okay. So, nehme ich ab da. Fick dich. Och, Digga, das ist doch nicht normal. Sag mal ganz im Ernst. Oh, weißt du, da kriege ich immer... Da kriege ich so Plack. Warum steht das Wasser jetzt hier noch drin? Oh. So eine ekelhafte Öffnung muss ja noch da sein, weißt du? Da kriege ich so, da kriege ich Anfälle bei sowas. Natürlich mehr Sand für mich, aber naja. So. Den will ich da ehrlich gesagt gar nicht wegbauen. Ich krieg gleich die Krise. Jetzt kommt hier wirklich alles runter. Das ist doch wirklich nicht normal, oder? Los, schwimmen. Maga, schwimmen! Los! Oh Mann, ey. Das ist vielleicht was. Ach, Mann, ey. Also soll ich die ganzen Fackeln gleich wieder anbringen? Oh. So. Mach jetzt erstmal wieder hier ganz provisorisch. Okay, dann wird das nämlich, das kann so bleiben. Na, da baue ich jetzt nichts ab, das wird dann einfach nur, oder? Das mache ich jetzt noch einmal. Okay, das geht zum Glück noch so. Das kannst du riskieren. Every day, every night, weiß Bescheid. Das hat sich sogar gereimt. Skrrr. So, wie sieht's denn aus? Oh, der Boden, der muss auch noch gemacht werden, ne? Oh, Mando. Bevor ich jetzt gucke, baue ich das mal eben aus hier. Wir haben ja Zeit. Wenn eine Folge ein bisschen länger wird, ich glaube, das ist jetzt sogar die Sonntagsfolge, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann ist es sowieso egal. Dann habt ihr ein kleines Special. Was heißt Special? Ihr habt halt eine längere Folge. Ist doch auch mal ganz nett. So. La la la. Bitte Spitzhacke, spiel mit. Nein, beim letzten Block. Egal, gib mir die Hand. Das geht noch. So. Schwupps. So, Schaufel, Kies. Also, ich würde das nämlich schon ganz gerne so ein kleines Stück ordentlich haben. Inwieweit das dann funktioniert, ist natürlich die andere Sache. Das bisschen Sandstein stört mich nicht, aber das Kies ist halt irgendwie so ein bisschen so. Und diese andere, der ganze andere Kram da. So, das wird jetzt alles noch so mit Stein ausgebaut, wie gesagt. So. Wie sieht's hier aus? Oh, das sieht doch ganz gut aus eigentlich. 50, sehr schön. So, dann bauen wir das jetzt erstmal ein bisschen aus. So. Schwupps. Und
Oh, bruh. Okay, ihr seht schon, das reicht natürlich nicht. Das wird alles nochmal ausgebaut hier. Das heißt, mehr Pflasterstein muss geschmolzen werden. In dem Ofen der Verdammnis. Ja, keine Kohle mehr. Auch nett. Dann muss ich wohl offline nochmal ein bisschen farmen gehen. So, ist die Wand wenigstens schon mal zu da. Gut, Leute. Wie sieht's hier aus? 64 Glas. Perfekto. Das ist doch schon mal... Das ist doch schon mal was. Und dann war es das auch mit dem Sand erstmal. Dann machen wir hier noch ein bisschen... So, das sollte dann definitiv reichen. Gut. Hier läuft erstmal nichts, das macht nichts. Das packen wir dann einfach wieder erstmal hier rein. So, wo haben wir denn... Da. So, ja, das reicht nicht für... Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Da müssen wir ein bisschen warten. Ist halt nun mal so... Ah, gut, Freunde. So, ganz kurz. Das packe ich nochmal eben hier alles rein. Das ist ja alles noch... Den Bruchstein lasse ich mal hier drin. Da, so, einfach mal, einfach da rein. Oh, wir haben noch mehr Sand, das ist natürlich noch besser. Das müsste man nochmal einschmelzen, das wäre ganz wichtig. Ja, dann machen wir das so. Dann macht der hier noch den Sand. Dann klatsche ich nochmal eben hier ganz schnell diese Dinger dahin. So. So. Ach, da ist... Okay. Ihr seht, es nimmt Form an. Oh, immer wenn ich hier hingehe, ist er mit neuen Steinen fertig. Das ist echt schlimm. Das wird eine lange Folge, glaube ich. Gut, reicht aber jetzt auch erstmal, Freunde. Wir müssen eben hier so zack. Zack, zack. Und mal eben ganz schnell fressi, fressi da rein. Das ist roh, das muss man noch machen. Und da kommen dann die Rohstoffe rein. Zuckerrohr haben wir 5, das ist doch schon mal gut. Davon 12. Weiße Wolle haben wir doch auch noch irgendwo hier. Ich muss das mal sortieren. Oh, wir hatten doch schon 3. Naja. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Sand und die Tür. Genau, das werde ich nochmal eben schnell machen. La la la. Die Tür will ich nochmal eben schnell hinklatschen. So. Ich wusste es. Irgendwie, irgendwas ist doch schon wieder. Ja, das ist das Problem. Dann nehmen wir einfach einen Sandsteinblock, ganz einfach. Ist egal. Ist ganz egal, meine Freunde. Nehmen wir den hier einfach, komm. Da hat es auch ein bisschen Stil, das Ganze. So, zack. Ich meine, theoretisch, dass da so eine Öffnung ist, ist gar nicht mal so schlimm, eigentlich. Aber es sieht halt... Okay, es sieht halt komisch aus wegen diesen Stufen, gebe ich zu. Aber naja, was soll's. Oh, es geht so. Das geht eigentlich fit so. Ah, das mit dem Creeper. Ja, ist okay, kann man machen, ne? Ist aber halt jetzt nicht so der Büller. Aber besser als nix, besser als nix. So, die Tür, die packe ich mal nach hier oben einfach. So, Stufe da, Sandstein hier. Sand bleibt hier. So, ich lasse das jetzt erstmal brodeln. Hier packe ich mal das da rein. Und Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge von Minecraft. Und dann bauen wir hier nochmal ein bisschen die Höhle aus. Und ja... Holen vielleicht noch mal ein bisschen Kohle, beziehungsweise ein bisschen Holz, machen Holzkohle raus. Und dann machen wir mehr Glas. Und dann denke ich mal, fangen wir mal an mit dem Bau von, ja, der Glaskuppel. Gut, Leute, haut rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.